Den meisten von euch wird das Land unter dem Namen Weißrussland bekannt sein. Der offizielle Staatsname allerdings ist Belarus und der wird auch im diplomatischen Umgang verwendet. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Belarus und Weißrussland? Schauen wir uns die beiden Wörter doch einmal an. Wenn wir das Wort Belarus nehmen, können wir das aufteilen in die beiden Silben Bela und Rus. Schauen wir erstmal auf das Wort Bela. Bela kommt vom altslawischen Bieli und Bieli heißt so viel wie weiß. Gut, jetzt könnte man meinen, Weiß, Rus, Weißrussland passt doch, alles gut. Naja, so ganz einfach ist es dann doch nicht. Das Wort Weiß hatte im Mittelalter allerdings auch eine geografische Bedeutung, und zwar westlich. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht zum Thema Weißrussland, Rotrussland, Schwarzrussland und über die Bedeutung der Farben für die geografische Anordnung. Nun könnte man sagen, wäre also die richtige deutsche Übersetzung westliche Rus oder weiße Rus. Aber eben nicht Russland. Warum macht es jetzt also einen Unterschied, ob man Russland oder Rus sagt, also weiße Rus oder weiß Russland? Naja, das liegt in den unterschiedlichen Bedeutungen der Wörter Russland und Rus. Und da müssen wir ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, und zwar in der Geschichte der beiden heutigen Länder Belarus und Russland. Wie schon gesagt, bezeichnen wir mit Russland den heutigen Staat. Der heutige Staat Russland ist aus den Kiewer Rus hervorgegangen. Russland war aber nicht das einzige Land, was aus den Kiewer Rus hervorgegangen ist. Die Kiewer Rus waren eine Ansammlung von ganz vielen kleinen und auch großen Fürstentümern, die von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer und von der Wolga bis zur Weichsel reichten. Also ein unvorstellbar großer Raum. Und die Rus waren keinesfalls eine Art alter damaliger Superstaat, geschweige denn eine eigene Nation, sondern wie gesagt ganz viele verschiedene kleine Fürstentümer, die alle auch teilweise miteinander im Krieg standen, und von Staat oder Nation konnte man in der Zeit auch noch gar nicht sprechen. Das heutige Russland hat sich dann aus dem Fürstentum Wladimir Sustal herausentwickelt und das heutige Belarus aus dem Fürstentum Polotsk. Aus Wladimir Sustal wurde das Großfürstentum Moskau, aus dem Großfürstentum Moskau das russische Zarenreich, das russische Kaiserreich mit Peter dem Großen und schlussendlich die Sowjetunion. Das Fürstentum Polotsk hingegen kam zum Großfürstentum Litauen. Da streiten sich die Historiker darüber, ob das jetzt eine Annexion war oder ein Beitritt. Und das Großfürstentum Litauen vereinigte sich dann im Laufe der Jahrhunderte mit dem Nachbarland, dem Königreich Polen. Aus den beiden Ländern, oder wenn man damals schon von Ländern sprechen kann, wurde zuerst eine Personalunion, das heißt, sie hatten den gleichen König, den gleichen Regenten, und aus der Personalunion wurde dann schlussendlich eine Realunion. Polen-Litauen war zu Zeiten seiner größten Ausdehnung das größte staatenähnliche Gebilde in ganz Europa. Und auch dieser Staat in Anführungszeichen reichte von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Aber die Größe wurde Polen-Litauen irgendwann zum Verhängnis, und so teilten die Nachbarländer das russische Reich auf der einen Seite und auf der anderen Seite Preußen und Habsburg, Polen-Litauen in den Teilungen von Polen-Litauen unter sich auf. 1795 verschwand Polen-Litauen für lange Zeit von der politischen Landkarte. Also das Gebiet des heutigen Belarus war lange Zeit umkämpft zwischen dem russischen Reich auf der einen Seite und Polen auf der anderen Seite. Unter russischer Herrschaft gelangte das Gebiet des heutigen Belarus erst mit der letzten Teilung Polen-Litauens. Abgesehen von einer kurzen Episode der belarussischen Volksrepublik im Jahr 1918 blieb das auch bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre so. Kommen wir also zurück zu Rus. Aus den Kiewer Rus haben sich im Laufe der Jahrhunderte drei große Völker entwickelt. Naja, es gibt noch einige verschiedene kleinere mehr, wie zum Beispiel die Russinen, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Die drei großen Völker sind die Russen, die Belarussen und die Ukrainer. Genauso verhält es sich mit der Sprache. Hier gibt es das Russische, das Belarussische und das Ukrainische. Alle drei Sprachen stammen vom Altostslawischen ab. Das ganze Thema ist hochbrisant und hochpolitisch. Man kann das Altostslawische wahlweise als Altrussisch bezeichnen, als Altukrainisch oder als Altbelarussisch, je nachdem, auf welcher Seite der Geschichte man steht und auf welcher Seite der Nationen man steht. Auf dem Balkan ist das Ganze noch krasser.
Ist Montenegrinisch jetzt eine eigene Sprache? Ist es eigentlich Serbisch? Ist es ein Dialekt des Serbischen? Das gleiche mit dem Bosnischen. Grundsätzlich geht es hier eigentlich um das Thema Legitimationsstrategien. Ein ganz kleiner Exkurs, also was verbirgt sich dahinter? Kurz gesagt, Staaten berufen sich immer auf eine vermeintlich lange Geschichte und Tradition. Das kann man sich ganz gut vorstellen. Früher brauchten die kleinen Staaten natürlich Legitimationsstrategien, um zu überleben. Wenn ein größeres Land einfiel in das Land des anderen, ging es auch darum, die eigene Existenz, die Existenz des eigenen Staates rechtfertigen zu können. Und desto länger die Geschichte zurückreichte, oder die vermeintliche Geschichte, muss man ja sagen, weil natürlich sehr vieles erfunden und angedichtet worden ist, mit Gründungsmythen, mit Traditionen, teilweise mit Verknüpfung von Göttern und Legenden. Und das gibt es keinesfalls nur auf dem Balkan oder in Belarus oder in Russland, sondern auch bei uns hier in Deutschland. Ich erinnere nur an Publikationen von Guido Knopp, wo suggeriert wird, wir haben eine seit 1000 Jahren existierende deutsche Nation, was einfach ehrlich gesagt Quatsch ist, weil Nationen eine relativ neue Erfindung sind. Den deutschen Staat gibt es immerhin erst seit 1871, also die erste Gründung eines deutschen Staates. Und auch die Germanen, die gerne als Vorfahren der Deutschen oder als Urdeutsch gesehen werden, waren bei weitem kein einheitliches Volk mit einer einheitlichen Sprache, einheitlichen Traditionen, einheitlicher Religion und so weiter. Alles das, was heute einen Staat ausmacht. Und auch die belarussische Nation ist keine Nation mit einer Jahrhunderte, wenn sogar Jahrtausenden alten Tradition. Von belarussischen Nationalisten wird ganz gerne behauptet, das Großfürstentum wäre in Wirklichkeit ein urbelarussischer Staat gewesen. Ein paar Sachen davon sind nicht ganz falsch, aber eine Nation in die Vergangenheit zurück zu rekonstruieren, ist immer ein sehr, sehr schwieriges, komplexes Thema, weil es dann natürlich auch darum geht, wie werden Quellen gelesen, wie werden Quellen verfasst, was sind die Intentionen, was ist die Intention dahinter. Und im Grunde ist die belarussische Nation eine sehr junge Nation. Und dazu möchte ich gerne mal ein Zitat von Rainer Lindner vorlesen aus seinem Buch Handbuch der Geschichte Weißrusslands. Die Republik Weißrussland, der Staat einer lange verhinderten bzw. verspäteten Nation, weist nur wenige historische Wurzeln im üblichen Wortsinn auf. Dieses Schicksal teilt sie mit vielen anderen Staaten und schon länger etablierten Nationen. Diese Feststellung unter nationalistischen Vorzeichen ein Defizit, kann aber dazu verhelfen, den Blick frei zu machen für die Vielfalt von historischen Formationen, von Wechsellagen, Kontinuitätslinien und Brüchen, an der diese Region so reich ist. Ich finde, dieses Zitat verdeutlicht das nochmal ganz gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, Nationen haben sich entwickelt, verändert, abgespalten und neu erschaffen. Eine Nation ist kein feststehender Begriff, nichts Reines, wie es manche Nazis gerne suggerieren, sondern etwas Fließendes. Die Menschheitsgeschichte ist geprägt von Migrationsbewegungen, von Gründungen von Clans und Stämmen, Erschaffen einer gemeinsamen Kultur, Weiterwandern aufgrund von Umwelteinflüssen oder Kriegen. Also, was ist das Fazit? Ich habe mir angewöhnt, Belarus zu sagen. Und das sowohl in Belarus selber als auch in Deutschland, wenn ich hier mich mit Leuten über das Land unterhalte. In Belarus, weil das russische Wort Bielorussia vermeintliche russische Großmachtsansprüche suggerieren könnte und dass die Belarussen natürlich ablehnen oder anmaßend fänden. Zum Thema belarussisch-russische Verbindungen und dem Unionsvertrag, was ja auch durch die Nachrichten ging, habe ich ja vor kurzem ein extra Video gemacht. Ich habe es hier oben nochmal verlinkt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch es gerne mal an. Und in Deutschland habe ich mir auch angewöhnt, Belarus zu sagen, um Missverständnissen entgegenzuwirken. Ihr wisst gar nicht, wie oft das passiert, dass ich gefragt werde, also ich komme gerade mal wieder aus Belarus zurück, und mich fragen Freunde, Verwandte, und wie war es in Russland? Und ich muss jedes Mal erklären, ich war nicht in Russland, ich war in Belarus. Und ich bin mir sicher, dass vieles wegen des Namens kommt. Weil in Deutschland halt traditionell Weißrussland gesagt wird und nicht Belarus. Und weil viele ganz gerne das Weiß einfach mal weglassen und ja, den Staat nicht als eigenen Staat im Kopf haben.
Und zum Schluss möchte ich euch noch zwei Bücher empfehlen. Und zwar Etta Belaus-Dietka von, ich kann mir die beiden Namen nie merken, Mascha Tscheriakova und Marta Tschernova. Ein sehr, sehr, sehr lustiges Buch auf Belarussisch. Aber wer kein Belarussisch kann, keine Angst, es ist auch auf Englisch. Die beiden Belarusinnen, die auch im Ausland wohnen, haben sich mit dem Buch zur Aufgabe gemacht, das Land bekannter zu machen und genau den Missverständnissen vorzubeugen, von denen ich euch gerade erzählt habe. Und diese Karikatur hier, fand ich, passt einfach perfekt zum Thema. Das andere Buch, Faszination Belarus, nagelneu, erst im Dezember erschienen, in der deutschen Übersetzung auf Englisch und auf Belarussisch und Russisch gibt es das Buch schon länger, von Ulazimir Arlow und Zmysir Jerasimovic. Eine illustrierte Geschichte eines unbekannten Landes. Ja, ein Geschichtsbuch fängt für mich ein bisschen zu früh an, und zwar in der Steinzeit und sogar in prähistorischer Zeit, also mit den Dinosauriern. So weit würde ich nicht zurückgehen. Lest es, wenn ihr das lest, ein bisschen kritisch. Denkt an die Legitimationsstrategien, von denen ich euch erzählt habe. Das muss man generell immer im Kopf haben, wenn man Geschichtsbücher liest. Und genau, schön in den Kontext stellen. Ich hoffe, man konnte alles nachvollziehen und es war verständlich und nicht zu durcheinander und komplex. Kommentiert gerne unten, wie immer, wie ihr das Video fandet, was ihr euch für Themen wünscht, was ich besser machen kann. Und demnächst kommt wieder ein neues Video meiner Grenzgängerreihe. Lasst euch überraschen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, wie immer, abonnieren. Es haben immer noch 80% meiner Zuschauer den Kanal nicht abonniert. Es ist nicht schwer, einfach auf den Abo-Button klicken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Da Papa Chenia.